Und der nächste Tagesordnungspunkt ist Nummer 10, die Fortschreibung der Schulnetzplanung mit den verschiedenen Planteilen. Für die Einbringung zunächst Kollege Donhauser. Dann habe ich drei Änderungsanträge vorliegen, die eingebracht werden können. Und in der Fraktionsrunde würde dann die AfD heute starten. Bitte schön, Herr Donhauser. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, klingt vielleicht ungewöhnlich, was die Einbringung von Vorlagen angeht, aber wir waren uns im Leitungsteam einig, dass besonders wichtige Vorlagen im Sinne von, die auch über Jahre wirken, da schon noch mal es wert sind, dass die Verwaltung dies einbringt. Und das will ich in der gebotenen Zeit tun. Schulnetzplanung ist ein geübtes Verfahren bei uns im Stadtrat. Dauer der Schulnetzplanung für die nächsten 5 Jahre unter dem Vorbehalt, dass das Sächsische Staatsministerium für Kultus auch diese Schulnetzplanung bestätigt. Und neu diesmal ist erstmalig an der Planung, dass die berufsbildenden Schulen nicht mehr Bestandteil sind. Durch die Schulgesetzänderung 2017 ist ja die Planungshoheit an das SMK bzw. den Freistaat Sachsen gegangen, sodass wir dort gesondert mit dem Freistaat im Gespräch sind, aber berufsbildende Schulen hier nicht mehr Bestandteil sind. Zusammengefasst kann ich sagen, vielen Dank an alle, die über ein Jahr lang mitdiskutiert haben. Vielen Dank natürlich auch hier an das Amt für Schulen, die diesen Prozess gestaltet haben oder hat. Wir haben erstmalig 5 Regionalkonferenzen durchgeführt und zudem auch Dialoggespräche mit den entsprechenden Schulen angeboten. Und ich glaube, ein Ausdruck dessen ist, dass das gelungen, durchaus gelungen ist, ist das Ergebnis. Wir haben mal ausgerechnet, die vielen Gremienberatungen, was Stadtbezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Beiräte, Ausschüsse angeht, die bisher getagt haben, vorbehaltlich heute, was der Stadtrat abstimmen wird, haben wir insgesamt, die dort abstimmungsberechtigt waren, 249 Ja-Stimmen erhalten für die Vorlage der Verwaltung, 2 Nein-Stimmen und 25 Enthaltungen. Also ich denke, das kann sich sehen lassen bei so einer wichtigen Sache, obgleich das Thema Schule immer emotional besetzt ist. Und deswegen gibt es auch ein paar Sachen, wo wir weiter dranbleiben müssen. Die eine Sache ist, trotz zurückgehender Schülerzahlen, die natürlich zuerst in den Grundschulen sich durchschlagen werden, haben wir als Verwaltung vorgeschlagen, wir werden keine einzelne Schule zur Schließung vorschlagen, sondern die vorhandenen, frei werdenden Kapazitäten den Schulen zur Verfügung stellen, um ihre pädagogische Arbeit weiterzuentwickeln, weiter zu verbessern. Zweite Aussage ist, dass wir in den nächsten 5 Jahren in den weiterführenden Schulbereich, das heißt also Oberschulen, Gemeinschaftsschulen und Gymnasien, doch noch eine sehr auf Kante genähte Planung haben. Das heißt also, es ist weiter eng, hat auch viel damit zu tun, dass wir zurzeit nicht so richtig prognostizieren können, wie sich die Schülerzahlen, was ukrainische Schülerinnen und Schüler angeht, weiterentwickeln wird oder wie sich Flüchtlingszahlen weiterentwickeln werden, sodass wir dort also nicht vorschlagen, neue Schulen zu gründen, aber auch an dem bewährten System festhalten. Und dritte Kernaussage vielleicht in dem Ganzen, wo sind auch aus der Sicht Veränderungen möglich, beziehungsweise wo werden wir auch Hinweise aus den Regionalkonferenzen, aus den Ausschüssen aufnehmen. Das ist einmal der Zuschnitt der Grundschulbezirke. Das werden wir uns noch mal ganz genau anschauen. Altstadt 1 ist ein Bezirk, wo es weiter auch eng bleiben wird, wo wir schauen wollen, wie kann sinnvoll ein Schulbezirk geändert werden, nicht verschlimmbessert, das will ich gleich sagen, verändert werden, um die Belastung hier für die Grundschulen im Altstädter Bereich zu reduzieren. Zweiter Punkt ist das Thema Gemeinschaftsschulen. Kennen Sie meine Position? Dort, wo es möglich ist, beziehungsweise die Schulen das wollen, die Kapazitäten vorhanden sind und die schulgesetzlichen Regelungen eingehalten werden, werden wir das unterstützen. Und dritter Bereich, der gut weiter von uns beobachtet werden muss, ist der Nordraum. Das Thema dort Kapazitäten an Schulplätzen weiterführender Schulbereich. Dort gibt es verschiedene Aktivitäten.
eine Aktivität unlängst wieder gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, dass wir dort ernsthaft, aber wirklich ernsthaft mit der Gemeinde Ottendorfer Grüller im Gespräch sind, um entsprechende Kapazitätserweiterungen hinzubekommen. Also in diesem Sinne ist für die 5 Jahre, die uns jetzt bevorstehen, ein gesichertes Schulnetz vorhanden. Und wir werden dann frühzeitig, ist ja vom Stadtrat vor einigen Jahren auch beschlossen worden, dass man nach 2 Jahren noch mal evaluiert, frühzeitig auch in die Evaluation gehen, um verschiedene Entwicklungen aufzugreifen bzw. auch zwischen dem erneuten Beschluss der Schulnetzplanung dann in 5 Jahren dem Stadtrat vorzuschlagen, wie wir die eine oder andere Verbesserung zugunsten der Schulen hinkriegen werden. Vielen Dank. Soweit vielen Dank für die Einbringung. Wir kämen jetzt zu den Anträgen, wenn die separat vorgestellt werden wollen. Ich habe zunächst einen interfraktionellen Antrag in der Fraktionsrunde. Mit CDU ebenso und Freie Wähler, Freie Bürger. Dann bitte schön, Frau Wendt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte und Stadträtinnen, seit 10 Jahren beschäftigen sich die Elternvertreter im Dresdner Norden immer erneut mit dem Schulnetzplan oder auch in der Fortschreibung des Schulnetzplans. Zu jedem Schulnetzplan haben sich die Elternvertreter hingesetzt, haben erfasst, was es gibt, es wirklich für Kinder, haben abgefragt im Einwohnermeldeamt, was für Kinder rücken nach. Und haben dann diese Zahlen gegen dem Schulnetzplan gegenübergestellt und haben eigentlich jedes Mal feststellen müssen, dass die Zahlen des Schulnetzplans deutlich von den tatsächlichen Kindern abweichen. Ich muss mal ausnahmsweise oder erstmalig ein Lob der Stadtverwaltung aussprechen, weil wir das erste Mal, das wird Herr Donau sagen, es kommt noch anders, es ist so, dass wir bei den Kapazitäten des Gymnasiums erstmal feststellen können, dass der Schulnetzplan feststellt, dass es ein Kapazitätsdefizit gibt. Und es wird auch anerkannt, und das ist erstmal die wichtige Grundlage, um überhaupt reagieren zu können. Denn wenn man die Zahlen, wie es sonst war, immer beschönigt, kann man nämlich auch nicht geeignete Maßnahmen treffen. Bei den Oberschulplätzen sieht es leider immer noch nicht so aus, wie die Tatsache vorhanden ist. Und dort gibt es einfach noch Luft nach oben. Beispiel Weixdorf ist zweizügig gebaut, ist aber mehr als zweieinhalbzügig geführt. Man sagt, jede zweizügige Schule kann zweieinhalbzügig geführt werden. Da bin ich auch voll bei der Stadtverwaltung, aber mehr nicht. So, betrachtet man jetzt die Industrieansiedlung im Dresdner Norden, die Wohngebietsentwicklung im Dresdner Norden, wird das Problem der Kapazitäten im Dresdner Norden sich weiter zuspitzen. Deswegen regen wir an, eine Änderung oder Ergänzung im bestehenden Punkt 2, und zwar durch das Wort Wohngebietsentwicklung noch einzufügen. Sollte der Änderungsantrag der CDU durchkommen, der durchaus auch vernünftig ist, würden wir auch dort anregen, das Wort Wohngebietserweiterung anzunehmen oder einzufügen. So, jetzt geht es gleich weiter. Wir werden aber noch zu anderen Themen kommen bei dem Schulnetzplan. Weil ganz so rosig, wie ich es bis jetzt dargestellt habe, ist dieser Punkt nämlich überhaupt nicht. Sie erkennen zwar an, dass die Kapazitäten im Dresdner Norden nicht reichen, aber finden keine Lösung. Und das kann nicht Ziel sein. Sie reden in der Stadtbezirksversammlung davon, dass man doch über mobile Raumeinheiten nachdenken sollte und dass es ja Container gibt und dann sollten neue aufgestellt werden. Dabei verschweigen Sie eigentlich, dass die Container, und das ist die Aussage, die ich auf meine Anfrage bekommen habe, definitiv abgerissen werden, 24 im August. Das Problem wird dadurch eben noch zugespitzt, dann sind keine Kapazitäten da. So, dann haben wir eben, wie gesagt, die Wohngebietsentwicklung, wir haben entfallende Schulplatzmöglichkeiten und dann hält sich mein Verständnis völlig in Grenzen. Vor allen Dingen, wenn dann immer noch angeführt wird, so ein Traumschloss-Fantasie, Ottendorf wird ja eine Schule entwickeln oder dort soll eine gebaut werden. Herr Jan Donhauser redet schon seit Jahren von Ottendorf und von Reden wird eigentlich nichts besser, weil Ottendorf ist nach wie vor nicht gediehen und es steht nicht ein Stein, es gibt keine Planung, es gibt nicht mal einen Beschluss.
So, das Zweite ist, wir haben immer ganz viel Glück gehabt im Dresdner Norden, dass es Radeberg gibt, die die Gymnasiasten aufnehmen. Radeberg hat jedes Jahr 1 bis 2 Züge unserer Schüler aufgenommen. Sie können natürlich auch im Gegenzug sagen, ja, Klötzsche nimmt auch Schüler aus Ottendorf auf. Aber Radeberg ist selber an der Kapazitätsgrenze. Und Ottendorf ist, oder Klötzsche ist näher an Ottendorf dran als Radeberg. Und wir müssen demzufolge Ottendorf trotzdem aufnehmen. Also deswegen, ich bitte Sie, unbedingt das Kapazitätsdefizit in Klötzsche zu lösen, indem die Raumeinheiten unbedingt kommen und sehr schnell kommen. Deshalb gibt es für uns diesen zusätzlichen Punkt. Und wenn Sie wirklich Schulplätze im Dresdner Norden sichern wollen, dann stimmen Sie auch dem Punkt zu. Wenn Sie dem Punkt nicht zustimmen wollen, dann ist das auch eine Aussage. Und ein ganz kurzes Wort noch abschließend zur Alexander-Herzen-Straße. Das Netzwerk Dresden-Nord hat sich dort auch damit beschäftigt und hatte den Vorschlag gebracht, dass die Alexander-Herzen-Straße als Schulgebäude weiter genutzt wird und auch für die 5. und 6. Klasse. Mir entzieht es jeglichem Verständnis, warum man ein Bildungsgebäude anderweitig nutzt, wenn wir auch noch mangelnde Plätze haben. Das war's, danke. So, und damit starten wir jetzt in die Fraktionsrunde. Wie ich eingangs gesagt habe, es startet die AfD. Herr Breuer, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. In regelmäßigen Abständen beschließen wir hier über die Fortschreibung der Schulnetzplanung. Dies ist eine wichtige Angelegenheit, um für unsere Kinder und Jugendlichen geeignete Schulplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung zu stellen. Dazu sind umfangreiche statistische Erhebungen und Auswertungen nötig, die vom Amt für Schulen ausführlich vorgenommen und dargestellt wurden. Dafür vielen Dank. Leider muss ich auch etwas Wasser in den Wein gießen, denn 2 zentrale Herausforderungen unserer Zeit sehe ich in dem vorliegenden Entwurf nicht ausreichend abgebildet. Stichwort 1, Fachkräftemangel, Industrie, Handwerk und Dienstleistung. Die gegenwärtige Politik der Bundesregierung scheint darauf ausgerichtet, Fachkräftemangel durch Senkung der Nachfrage lösen zu wollen, also durch Pleiten und Abwanderungen von Industrie. Zumindest sind das die Auswirkungen der Ampelpolitik. Dies ist jedoch nicht unser Anspruch. Wir wollen eine Stärkung der Oberschulen und auch Berufsschulen und damit die Facharbeiterausbildung wieder attraktiver zu machen. Stichwort 2, sinkendes Bildungsniveau. Die PISA-Studie hat gezeigt, was das Bildungsmonitoring der letzten Jahre schon angedeutet hatte. Das Bildungsniveau unserer Schüler ist im steilen Sinkflug. Steigende Zahlen von Kindern mit Förderbedarf, Migrantenkinder mit traumatischen Vorbelastungen bzw. ohne altersgerechte Vorbildung bis hin zum Analphabetentum stellen unser Bildungssystem insbesondere bei Förderbedarfen vor nahezu unlösbare Herausforderungen. Förderschulen mit Schwerpunkt geistiger, sozial-emotionaler und Lernförderbedarf sind nicht in der Lage, die Anzahl der Fälle aufzunehmen. In der Folge werden Kinder inklusiv beschult, nicht weil es im konkreten Falle sinnvoll wäre, sondern weil schlicht kein Platz an der Förderschule vorhanden ist. Kommt dann noch der Lehrermangel an Regelschulen hinzu, sind diese nicht einmal in der Lage, die zugeteilten Integrationsstunden zu gewähren. Aus dem viel gerühmten Recht der Kinder auf Inklusion wird dann leider allzu oft eine Nichtgewährung von individueller Förderung. Dies ist dann wohlgemerkt nicht böser Wille oder Nachlässigkeit der hart arbeitenden Lehrer, sondern einfach den mangelnden Ressourcen geschuldet. Wir plädieren daher für eine Stärkung der Förderschulen, die benachteiligte Kinder effektiver und besser fördern können. Es ist mir durchaus bewusst, dass sich diese Probleme nicht allein durch die Schulnetzplanung beheben lassen. Der Freistaat muss hier deutlich mehr tun, insbesondere was den Lehrermangel antrifft. Wir werden uns daher bei dieser Vorlage enthalten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Setzen fort mit Bündnis 90 Die Grünen, Frau Schanetzki. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schulgemeinschaften. In der Schule würde man sagen, wir sitzen heute nach, denn wir sind deutlich nach der wohlgemerkt verlängerten Frist. Wir hätten diesen Schulnetzplan am 31.12. abgeben müssen. Und wir alle wissen, der 31.12. ist Vergangenheit. Das heißt, wenn man sich darüber beschwert, dass Dinge zu langsam laufen, kann man durchaus auch manchmal zu den eigenen Fachbürgermeistern schauen und muss nicht immer nur
die anderen anpinkeln. Der Schulnetzplan ist das zentrale Instrument, die Kapazitäten in den allgemeinbildenden Schulen und den Förderschulen in Dresden zu planen. Daran hängt die Personalplanung, die im Wesentlichen beim Land liegt, und die Raumplanung, die wir als Kommune verantworten. Für mich der zentrale Punkt in diesem Schulnetzplan, und das haben wir im Bildungsausschuss mit breiter Mehrheit beschlossen, ist, dass wir mittelfristig den Klassenrichtwert, das bedeutet die Anzahl der Kinder, die in einer Klasse unterrichtet werden, auf 23 absenken wollen. Ich glaube, das ist tatsächlich bildungspolitisch geboten, weil jeder, der so ein bisschen sich mit Schule, mit Unterricht, mit Schulkultur, mit all diesen Dingen auskennt, weiß, dass es sehr viel sinnvoller ist, 23 Kinder zu unterrichten als 25 oder gar 28 in einem Raum. Das muss durch das Land vollzogen werden, aber dennoch ist es zentral, diese Forderung noch mal zu formulieren, auch hier als Kommune ganz deutlich zu machen, denn nur so kann das Versprechen der Bildungsverwaltung, was in allen Einbringungen gemacht wurde, gehalten werden, nämlich dass perspektivisch tatsächlich Kapazitäten geschaffen und genutzt werden, um mehr Raum in Schule zur Verfügung zu stellen. Damit kann dann auch nach den angespannten Jahren, die uns jetzt weiter bevorstehen, der Bildungsbürgermeister hat es in seiner Einbringung auch eingeräumt und mit angesprochen, dann haben wir eben auch irgendwann mal wieder Luft dafür, dass wir auch Schulentwicklung tatsächlich räumlich besser abbilden können in Raumprogrammen, sei es die Theater AG, sei es ein Raum für Schulsozialarbeit, sei es der Raum für die Schulbibliothek. Es ist nämlich, und das finde ich nochmal wichtig zu sagen, weil das in der Debatte bis jetzt so ein bisschen aus meiner Sicht irreführend war, es ist nämlich mitnichten so, dass in dieser Schulnetzplanung schon Schülerinnen und Schüler mitgedacht sind, die in Zukunft aus gleich welchen Gründen nach Dresden ziehen werden, sondern wir berechnen jetzt erstmal für alle Kinder, die zu einem bestimmten Zeitpunkt schon jetzt auf der Welt sind, wir können ja sehen sozusagen, wer geboren wurde, von denen gehen wir davon aus, sie bleiben Dresdner Bürgerinnen und Bürger, und müssen sozusagen nach dem Kindergarten hier einen Schulplatz bekommen. Also das ist sozusagen die Zahlengrundlage. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Riesenproblem bei Zuzügen, aus gleich welchen Gründen. Der Erarbeitungsprozess des Schulnetzplans, auch das ist schon gesagt worden, war ein ganz breites Beteiligungsverfahren mit Regionalkonferenzen, an dem sich unglaublich viele beteiligt haben. Und das möchte ich genauso wie meine Vorredner ganz lobend hervorheben. Gleichzeitig muss man auch da sagen, und es waren Wermutstropfen, über denen die breite Zustimmung, die auch schon erwähnt worden ist, so ein bisschen hinwegtäuscht. Also gerade die Stadtbezirksbeiräte, aber auch die ganz verschiedenen Schulgemeinschaften haben sich absolut detailliert mit dem Zahlenmaterial beschäftigt, haben sich in der Tiefe mit den Dingen auseinandergesetzt. Und man muss ehrlich sagen, viele Dinge, die da angemerkt wurden, die da auch kritisch angemerkt wurden, konnten eben in der Kürze der Zeit, die Eilbedürftigkeitsbegründung liegt Ihnen allen vor aus dem August 22, konnten in der Kürze der Zeit eben nicht mehr in Gänze berücksichtigt werden. Und vor dem Hintergrund, ich versuche bewusst jetzt nicht nur über einen Stadtbezirk zu reden, weil ich das ein bisschen vermessen finde. Das ist ein Schulnetzplan für die ganze Stadt und nicht nur für den Dresdner Norden. Aber ich möchte noch mal ein konkretes Problem aufgreifen aus dem Stadtbezirksbeirat Altstadt, was tatsächlich aus meiner Sicht noch nicht gänzlich ausgeräumt werden konnte, dass die Verwaltung bitte noch mal detailliert darlegt, wie im angespannten Grundschulbezirk Altstadt 1 damit umgegangen wird, dass da tatsächlich jetzt auch erstmal es sehr knapp wird mit den Schulplätzen in den Grundschulen in den nächsten 4 Jahren und wie die Zügigkeiten da genau geplant sind, um da auch einfach nochmal Transparenz für die Öffentlichkeit herzustellen. Mit dem Schulnetzplan schaffen wir Raum und damit den Rahmen für schulische Bildung. Bildung ist ein Grundrecht und ich möchte an der Stelle wirklich nochmal den Punkt setzen. Ich finde die Debatte unsäglich, dass immer wieder das Argument auftaucht, Geflüchtete, hinzukommende Schülerinnen wären sozusagen das Kernproblem unserer Schulsituation. Ich glaube, wir wissen alle, und auch das ist hier schon wiederholt gesagt worden, die Herausforderungen in der Schule, die haben wir einerseits in unseren eigenen Schulbauprogrammen, da müssen wir trotz allem, was wir sozusagen erreicht haben, auch weiter schneller und besser werden. Das haben wir jetzt auch neulich wieder im Bildungsausschuss sehr schmerzhaft zu spüren bekommen. Und die andere Herausforderung ist und bleibt der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern. Da muss das Land liefern. Das ist sozusagen etwas, wo wir uns darauf verlassen müssen, dass das Land die entsprechenden Maßnahmen ergreift. Die Geflüchteten da vors Loch zu schieben, ist nur Wasser auf die Mühlen der Populisten und Rechtsextremisten.
Es bleibt unsere Aufgabe als Stadtrat, den Schulnetzplan auch in der Umsetzung kritisch zu begleiten. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass das Beteiligungsverfahren als laufender Prozess gesehen wird und nicht nur im Ergebnis jetzt sozusagen in Zustimmungswerten in den SBR ausgezählt wird. Das wäre mir sehr wichtig. Vielen Dank. So, wir setzen fort in der Fraktionsreihenfolge. CDU-Fraktion, Herr Dietze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, der Schulnetzplan bestimmt die Dresdner Schullandschaft in den nächsten 5 Jahren wesentlich. Mit dem Schulnetzplan wird abgesichert, dass die Dresdner Kinder ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot erhalten und das nach Möglichkeit wohnortnah. Diese Aufgabe ist von Bildungsbürgermeister Donhaus und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut bewältigt worden. Es ist auch schon mehrfach hervorgehoben worden, dass das fraglos auch ein Ergebnis des guten und gelungenen Kommunikationsprozesses ist, den die Verwaltung über die Regionalkonferenzen angestoßen hat. Dabei gibt es durchaus große Herausforderungen zu bewältigen. Die größte Herausforderung ist fraglos die der Migration. Da waren unter anderem 1300 Schüler aus der Ukraine in den verschiedenen Schularten zu integrieren. Zum anderen muss auch in unseren Dresdner Schulen der Druck bewältigt werden, der durch die Migrationspolitik der Bundesregierung entstanden ist. Kultusminister Piwarz hat vor diesem Hintergrund bereits in der Presse deutlich gemacht, dass das Bildungssystem an seiner Grenze angekommen ist. Eine weitere Herausforderung stellen die sinkenden Schülerzahlen dar. Das klingt erstmal paradox, weil das meint man, könnte ja die Arbeit erleichtern. Da ist aber nun mal das ausgesprochene Ziel des Bürgermeisters war, dass keine Schulen geschlossen werden sollen, und eben, um eben Bildungsangebote wohnortnah vorhalten zu können, musste auch das als Aufgabe bewältigt werden. Eine dritte Herausforderung ist die Etablierung der Familienschulzentren, in denen niederschwellige Angebote für Eltern geschaffen werden, um auch bildungsferne Schichten zu erreichen. Diesen Herausforderungen wird der Schulnetzplan gerecht. Eine Ergänzung haben wir jedoch entgegen den stadtweiten Trend. Das ist schon mehrfach gesagt worden, werden im Dresdner Norden aufgrund eben der Ansiedlung der Mikrochip-Industrie die Schülerzahlen steigen. Diesen Punkt greift auch der federführende Ausschussbericht in Punkt 2 auf, ohne jedoch Lösungen anzubieten. Aus schulpolitischer Sicht ist es daher sinnvoll, alle Liegenschaften, die dem Amt für Schulen in Dresden und Norden unterstehen, auch bei diesen zu belassen. Daher folgende Ergänzung in Punkt 2. Um dies zu gewährleisten, sind alle kommunalen Flächen im Dresdner Nordraum auf die Eignung für zukünftige Schul- bzw. Kita-Standorte zu prüfen und im Eignungsfall freizuhalten. Eine Umnutzung von Liegenschaften, die durch das Amt für Schulen oder den Eigenbetrieben Kita verwaltet werden bzw. verwaltet wurden und die sich in dessen Sondervermögen befinden, ist auszuschließen. Die Kooperation mit benachbarten Kommunen ist insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung und Beschulung zu verstärken. Was die weiteren Ergänzungen des federführenden Ausschussberichts angeht, es entspricht auch unserer Sicht, dass es sinnvoll ist, die Sozialräume in eine bessere Abstimmung mit den Grundschulbezirken zu bringen. Also da werden wir unsere Zustimmung geben. Ebenso unterstützen wir, dass die Planungsgröße von 25 Schüler auf 23 Schüler pro Klasse reduziert werden. Das können wir natürlich deswegen nicht beschließen, weil sich das aus dem sächsischen Schulnetzverwaltungsordnung ergibt. Aber Gespräche hier mit dem Land zu führen, hat ausdrücklich auch unsere Unterstützung. Alle anderen Punkte werden von der Verwaltung der Stadt Dresden oder vom Land bereits erfüllt und stellen damit nur unnötigen Verwaltungsaufwand her. Die Ergänzungsanträge jetzt noch nicht eingebracht. Punkt 7, Gemeinschaftsschule, dazu werden wir ja ohnehin noch eine Debatte führen. Auch hier nur kurz gesagt, werden wir ablehnen. Die Unterstützung der Familienschulzentren, wie gesagt, da sind wir im Herzen dabei, aber ein Haushaltsvorgriff werden wir dennoch nicht mitgehen. Was die Freien Wähler angeht, dort ist ja nun der Vorschlag, dass ein Schulgebäude als ein Ersatz für die im Sommer wegfallenden MAEs im Standortnähe zum Gymnasium Dresden-Klotzsche geschaffen werden soll. Ja, fordern kann man viel, aber Frau Wendt, Sie stellen sich hier hin und bringen alles ohne Deckungsquelle. Das ist natürlich eine Sache, wo ich sagen muss, den können wir schon allein deswegen nicht folgen.
Ich würde dennoch die Verwaltung bitten, auch bei Ablehnung des Punktes zu prüfen, ob dies möglich ist und also ob man an der Stelle in irgendeiner Weise einen adäquaten Ersatz schaffen kann. Beschließen in der Form können wir es nicht. Dazu haben wir eine andere Haushaltspolitik. Danke. Wir setzen fort mit Frau Abel von Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, Zuschauende und Zuhörende. Eigentlich können wir sagen, heute ist ein richtig guter Tag für Dresden. Wir beschließen ganz sicher einen Schulnetzplan hier in Dresden, der keine einzige Schließung beinhaltet. Das ist erstmal bei rückgehenden Schülerzahlen echt ein Erfolg. Und ich bin ja in die Schulpolitik eingestiegen als Vertrauenslehrerin des Stadtschülerrates. Und dort weiß ich, wie verzweifelt wir damals waren in den ganz, ganz vielen Beteiligungsrunden, wo die Schulen versuchten, ihre Schule zu retten vor der Schließung und der Bildungsbürgermeister Lehmann uns immer wieder eine Absage erteilte. Eine einzige Schule konnten wir damals sozusagen retten, das war die Hellerauer. Heute ist das die Hellerauer Grundschule, die 84. Ja, auch diesmal war die Mitbestimmung ungewöhnlich gut möglich. Es war ein sehr partizipativer Prozess und zum Beispiel wurde das zum Thema Inklusion aufgenommen, was vom Bildungsbeirat in zwei Sitzungen erarbeitet wurde. Das finden wir als Linke richtig und vernünftig. Aber es gibt sicher Verbesserungen und deswegen hatte der Bildungsausschuss ja noch allerhand Punkte dazu beschlossen. Ich möchte auf zwei Punkte eingehen, die, glaube ich, sehr wichtig sind, nämlich die Umsetzung der baulichen Entwicklungsbedarfe von einzelnen Schulstandorten darüber soll weiter berichtet werden und da muss man stärker dranbleiben. Zwei Schulstandorte sind dort zum Beispiel genannt worden. Die Marienberger Straße ist in einem Zustand, der für eine Förderschule überhaupt nicht möglich ist. Das geht auf keinen Fall und dort muss ganz schnellstens etwas getan werden. Und ebenso ist natürlich der Zeitdruck für das Gymnasium Leo enorm, weil die jetzigen Bedingungen sind schrecklich, die WCs unterirdisch, wie die Jugendlichen sagen, der Schulhof sehr schlecht und die Anbindung mit WLAN funktioniert nicht. Das sind viele Probleme. Deswegen werden wir auch in den nächsten Haushalten 100 Millionen auf jeden Fall für die Bildung und die Entwicklung der Schulen einsetzen müssen. Punkt 6, da ging es um die Verteilung der Vorbereitungsklassen auf alle Stadtteile. Ein Anfang ist darin gemacht worden, aber es reicht nicht aus. Das wurde sehr, sehr deutlich bei den Beteiligungsprozessen. Die Oberschulen tragen im Grunde genommen die stärkste Last der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie leisten Enormes und das zum Teil mit schwierigen Bedingungen, was die Besetzung der Lehrerinnen und Lehrer betrifft. Also hier habe ich höchste Achtung auch vor dem Engagement der Schulleiterinnen, die dort sehr für ihre Schulen gekämpft haben. Ja, da kann man mal klatschen. Nun zu den Änderungsanträgen. Die Freien Wähler haben nicht richtig zugehört oder es wurde ihnen nicht nochmal weiter vermittelt. Wir haben zu den Containern im Gymnasium Klotsche gesprochen. Der Bildungsbürgermeister hat gesagt, es werden neue Container hinkommen. Die jetzigen werden abgerissen und es ist finanziell untersetzt. Also es wurde explizit gesagt, es ist eine Lösung da und die Schule sagt ganz klar, wir wollen nicht auf die Alexanderherzenstraße. Da kann man jetzt nie abstampfen mit dem Fuß, Frau Wendt, und sagen, doch, ihr müsst in die Alexanderherzenstraße. Es ist für einen Schulbetrieb, der sowieso mit Mangeln an Lehrerinnen zu kämpfen hat, ganz schwierig, so eine Außenstelle. Und ich erinnere Sie einfach auch mal daran, dass vor 14,5 Jahren auch eine große Differenz von Grundschülerplätzen vorhanden waren. Nämlich 6 Grundschulen fehlten. Dafür habe ich mich ziemlich doll beschimpfen lassen für den Antrag Grundschulnotstand. Und Sie persönlich haben zu mir gesagt, im Klotscher Beirat,
Nö, also meine Tochter hat genug Platz in der Schule. Wir brauchen keine Grundschulen. Und danach kam das große Dilemma und wir kamen überhaupt nicht zurecht und mussten bauen wie die Verrückten. Also das war damals wirklich, das ist jetzt viel, viel besser. Es wird ernster genommen, auch wenn es im Dresdner Norden wirklich extrem angespannt ist. Das haben wir alle bestätigt und wir alle haben gesagt, wir wollen alles tun und an Mitteln zur Verfügung stellen, damit die Situation dort besser gewinnt. Also wir lehnen den Antrag der Freien Wähler ab. Wir lehnen den Antrag der CDU ab. Seien Sie ehrlich, sagen Sie, wir wollen keine geflüchteten Unterkunft in der Alexander-Herzen-Straße. Das wäre wahr. Aber was Sie machen, Sie gefährden die freie Schule Hellerau, die Gartenschule, die in einem Kita-Gebäude sich befindet. Sie 1,1 Millionen, die der Kita-Betrieb kriegen sollte, der wird jetzt einfach mal weggelassen, weil die Alexander-Herzen-Straße doch beim Kita-Amt bleibt und Sie dafür nichts keinen Nutzen haben. Also Leute, so geht das nicht. CDU-Antrag und Freie Wähler lehnen wir ab, dem gesamten Schulnetzplan aber stimmen wir mit den Änderungen zu. Als nächstes die SPD-Fraktion, Frau Frohwieser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, hier vor Ort und im Stream. Auch ich möchte mich zunächst erstmal dem Dank anschließen an das Amt für Schulen für diese durchaus ja neue Herangehensweise. Herr Donaus hat in der Einbringung darauf hingewiesen, nämlich einmal inhaltlicher Art und Weise das Thema. Wir haben seit vielen, vielen Jahren wirklich Fernüberlast in unseren Schulen. Jetzt gibt es eine, aus meiner Perspektive, darauf komme ich gleich nochmal, etwas konservative Prognose, die davon ausgeht, dass die Schülerzahlen in den nächsten Jahren in unserer Stadt sinken würden. Aber die Verwaltung reagiert diesmal zum ersten Mal tatsächlich nicht mit einer Vorlage, die das sozusagen gleich in die Schließung von Schulen überleitet, sondern tatsächlich auch als Verwaltung mit dem Ansinnen, das zu nutzen, um zu einer Entlastung zu führen. Und das andere zum Verfahren. Erstmals 2017 mit dem damaligen Schulbürgermeister Dr. Peter Lames ist ja eingeführt worden, dass tatsächlich erstmal ein Verwaltungsentwurf zur Diskussion gestellt wird. Ich denke, dass mit den umfangreichen Regionalkonferenzen und auch der Art und Weise, wie das durchgeführt wurde, ist wirklich eine sehr, sehr gute Beteiligung in dieser Stadt möglich gewesen ist. Ich hätte mir allerdings tatsächlich gewünscht, dass ein bisschen mehr Mut dann auch da ist, schon in diesen Entwurf dann die dort diskutierten Änderungen aufzunehmen. Im Bildungsausschuss, darauf ist auch schon hingewiesen worden, ist auf einen gemeinsamen Antrag der Fraktion Die Linke und der SPD-Fraktion, zumindest in Teilen sind die Punkte hier aufgenommen worden. Ich hätte mir gewünscht, dass es alle sind, weil wir haben schlicht und einfach in dem Antrag das gegossen, was eigentlich auch unsere Aufgabe im federführenden Ausschuss ist, nämlich aus dieser ganz umfangreichen Beteiligung in den Stadtbezirksbeiräten. Herr Donauser hat ja vorgelesen, wie hoch die Zustimmung war, aber da steckten eben sehr oft auch Änderungspunkte in den Stadtbezirksbeiräten mit drin. Die haben wir in einen gemeinsamen Antrag gegossen, der hier mit aufzunehmen war und natürlich auch die Punkte, die in den Regionalkonferenzen besonders intensiv diskutiert worden sind. Einige sind ja jetzt auch schon angesprochen worden, Herr Donhauser wies auf das Thema Grundschulbezirke hin. Ich würde gerne nochmal das Thema Ansiedlung im Dresdner Norden ansprechen. Ich habe ja schon gesagt, ich halte die Prognostik, dass die Schülerzahlen in Dresden in den nächsten Jahren zurückgehen werden, für etwas konservativ. Und der Beschlusspunkt, der jetzt hier im Bildungsausschuss aufgenommen worden ist, konzentriert sich eben nicht nur auf den Dresdner Norden. Auch im Dresdner Norden ist das Thema wichtig und virulent. Und Herr Donhauser wies darauf hin, insbesondere auch in der interkommunalen Zusammenarbeit müssen wir da gucken, weil nicht alle der zukünftigen Arbeitskräfte in den ausgebauten Industrieansiedlungen hier in Dresden werden sich in Dresden ansiedeln. Das wird auch in den Umlandgemeinden erfolgen. Aber nicht alle werden sich auch nur im Dresdner Norden ansiedeln. Sie werden sich in der gesamten Stadt ansiedeln, wenn wir für eine gute ÖPNV-Anbindung zum Beispiel sorgen aus der Altstadt in den Dresdner Norden, werden wir eben auch die Diskussion zum Beispiel in der Dresdner Altstadt um Schulplätze haben. Insofern ist es auch wichtig, dass wir uns das gemeinsam nochmal angucken. Jetzt gibt es aber noch einen Änderungsantrag, der jetzt ein gemeinsamer Änderungsantrag von Grünen, Linken, SPD und Dissidentenfraktionen ist, der noch zwei Punkte aus diesen Debatten aufnimmt, die eben im Moment noch nicht im Bildungsausschuss
Beschluss enthalten sind, die aus den Stadtbezirksbeiräten und aus den Planungskonferenzen gekommen sind. Das eine ist, und ich kann da nur noch mal werben, wirklich um eine breite Zustimmung hier, das ist keine Vorfestlegung, es ist einfach nur der Auftrag an die Verwaltung, sich gemeinsam mit den Schulgemeinschaften, mit den Stadtbezirksbeiräten und Elternvertretungen zusammenzusetzen und zu gucken, wo an welchen Standorten möglicherweise weitere Gemeinschaftsschulen gegründet werden könnten. Es gab einen ganz konkreten Vorschlag aus einem Stadtbezirks- oder aus einem Ortschaftsrat, in dem Fall Oberwarter, der jetzt nun wirklich nicht verdächtig ist, irgendwie sehr linksprogressiv zu sein. Diese Diskussion müssen wir miteinander führen. Und das ist jetzt dort in diesem Punkt nochmal im Antrag, dass diese Diskussion von der Verwaltung auch geführt werden soll. Und der zweite Punkt, Herr Dietze, ich verstehe es nicht, Sie haben gerade hervorgehoben, wie wichtig die Familienschulzentren und die Etablierung der Familienschulzentren in unserer Stadt ist. Das ist im Moment ein zeitlich befristetes Projekt. Wir wissen alle, wie die Arbeitsmarktsituation und die Fachkräftesituation aussieht. Sie sagen jetzt, weil Sie wollen dem Haushalt nicht vorgreifen, dass Sie diesen Auftrag an den Oberbürgermeister im nächsten Haushalt bei der Aufstellung des Haushaltes die Fortsetzung dieses Projektes mitzudenken und mit aufzunehmen ablehnen wollen, weil das ein Haushaltsvorgriff wäre. In diesem Sinne wäre die gesamte Schulnetzplanung ein Haushaltsvorgriff, weil wir hier ja Dinge beschließen für die nächsten Jahre, zum Beispiel, wie wir Schulstandorte entwickeln. Also ringen Sie sich doch durch, wenn Sie sagen, das ist so ein wichtiges Thema für Sie, dass diese Familienschulzentren weiterhin aufgebaut und implementiert werden, diesem Auftrag an den Oberbürgermeister auch zuzustimmen. Herr Donhauser, um zum Schluss zu kommen, hat ja, ich übersetze es jetzt einfach mal, gesagt, das ist der beste Schulnetzplan aller Zeiten. Insofern hoffe ich, dass die CDU davon abgehalten wird, irgendwelche Fässer mit Klotscher aufzumachen. Und ich bitte auch den Oberbürgermeister um eine Einschätzung zu diesem CDU-Antrag. Ich persönlich halte den A für nicht zulässig, weil wir beschließen hier über die Schulnetzplanung und sollen jetzt beschließen, dass irgendwelche Grundstücke im Sondervermögen des Eigenbetriebs Kita nicht irgendwie angetastet werden. Das halte ich nicht für zulässig. Und B, falls dieser Antrag wieder erwarten eine Mehrheit bekommen sollte, dann tatsächlich auch die Nachteiligkeit für die Landeshauptstadt Dresden zu prüfen. Vielen Dank. FDP-Fraktion, Herr Fischer. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben schon so viel Zeit. Ich will eigentlich nur drei Sätze sagen. Was haben wir denn jetzt alles für populistisches Zeug anhören müssen? Dieser Schulnetzplan, der ist so super und lange erarbeitet worden, gründlichst. Und jetzt kommen alles Ergänzungsanträge mit Dingen, die gar nicht gehen. Wir können den Klassenteiler nicht setzen. Wir können nur Gespinne, nur den Leuten Schaum ums Maul geschmiert. Das ist doch Unfug. Lassen wir doch endlich diesen Schulnetzplan durch. Und da sind alle Möglichkeiten dabei, das noch zu ändern, was ihr alle wollt, aber nach der Wahl. Danke. Freie Wähler, freier Bürger, das Wort gewünscht. Frau Wendt, bitte. Sehr interessant, was ich hier für Geschichten noch über mein eigenes Leben höre. Frau Abel, vielleicht zum Besten zu geben, was Sie hier behaupten. Ich hätte gesagt, vor 12,5 Jahren, meine Tochter, wie viel waren es? 14 Jahre, wird ja noch viel besser. Wissen Sie, da war mein Kind noch ein Kleinkind, von dem Sie gerade reden. Also so viel zu die Grundschulplätze. Frau Wendt sagt, ich habe einen Platz für mein Kind, das reicht. Nee, es hat noch nie für die Oberschule, es war absehbar damals, dass es für Oberschulen und Gymnasien knapp wird. Und ich stehe heute genauso zur Aussage, dass diese Panikmache, die Sie gemacht haben im Dresdner Norden, dass die Grundschulplätze nicht reichen, falsch ist. Die ist bis heute falsch. So, und da stehe ich nach wie vor dazu. Und meine Kinder sind jetzt schon raus und trotzdem sage ich, wir haben genug Plätze, Grundschulplätze im Dresdner Norden. Ihr Antrag zielte damals, den Sie eingebracht haben, für den Norden mit ab. Nummer zwei. Wenn jetzt gesagt wird, die CDU behauptet, wir fordern ein Gebäude für das Gymnasium Törtschel, das habe ich nie gefordert. Und wenn man Lesekompetenz hat, liest man, dass wir mobile Raumeinheiten fordern und kein Gebäude. Dazu muss ich mal ganz einfach sagen, die Stadtverwaltung war im Stadtbezirksbeirat in Klotzsche und hat sich hingestellt und hat gesagt, es wird definitiv eine Lösung geben. Aber diese definitive Lösung finde ich nicht im Schulnetzplan. Deshalb möchte ich eine Klarstellung.
Und ich muss mal sagen, ein Schulnetzplan ist immer noch kein Baubeschluss. Deswegen müssen wir einen Auftrag geben, dass es zu einem Baubeschluss auch von mobilen Raumeinheiten kommt. Und wenn Sie sich jetzt zurücklehnen und sagen, na wieso, Herr Donhauser hat aber gesagt, dann sage ich immer, was er mir geschrieben hat. Und jetzt bin ich im tiefsten Sächsisch, merke ich gerade. So. Herr Donhauser hat mir geantwortet, nee, Herr Oberbürgermeister hat mir geantwortet. Aufgrund des hohen Bedarfs an gymnasialen Plätzen im Dresdner Norden und insbesondere vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Bereich werden aktuell Möglichkeiten zur räumlichen Erweiterung eingeschlossen, MRE des Schulstandortes Gymnasiums Klotzsche geprüft. Und aus der Prüfphase müssen wir raus, weil wir das prüfen wir wie in Ottendorf noch 3 Jahre. Und das löst kein Problem. Wir haben die Kinder jetzt schon da, die kriegen alle keinen Platz mehr. Und die Kinderzahlen werden wachsen. So, jetzt gucke ich noch mal, was noch so an für Sachen gesprochen wurde, wo ich sage, das ist ja hanebüchen, was ja manche von sich geben. Ich habe eigentlich sogar noch ganz ordentlich Zeit. Ich war viel zu schnell beim Reden. So, ja, mir fällt noch was anderes ein. Der Schulnetzplan ist das allererste Mal sicher diskutiert worden. Das ist korrekt. Und man hat sich alle möglichen Leute angehört. Ich war selbst in so einer Runde dabei. Was ist denn davon aber aufgenommen worden? Fast nichts, muss ich sagen. Das große Problem der Oberschulplätze kommt überhaupt nicht zum Tragen. Die sind am Rande der Kapazitäten. Suchen Sie mal bitte einen Platz für einen Gymnasiasten, der auf eine Oberschule wechseln will. Da finden Sie keinen. Da wird ins Umland vermittelt. Also wir haben riesige Bereiche, die es noch zu lösen gibt. Inklusion läuft nicht schon aufgrund des Raumangebotes nicht. Und da möchte ich über Lehrer gar nicht reden, weil das nicht unser Ritt heute hier ist. So, und an der Stelle möchte ich mir verbieten, weitere Lügen hier zu erzählen von Kindern, die im Kleinkindalter sind, von dem Schulplatz, was ich habe. Also das verbitte ich mir für die Zukunft. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Dissidentenfraktion, wird das Wort gewünscht? Nein? Dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch und ich sehe weitere Wortmeldungen, Herr Breuer und dann Herr Dietze. Ja, ich mache es gleich von hier. Es geht schnell. Ich wollte nur darauf eingehen, dass die Frau Czarnecki ja offensichtlich die Absicht hatte, mich ja absichtlich falsch zu verstehen. Ich möchte das jetzt richtigstellen. Also, dass ich Migrantenkinder vor das Loch schieben möchte und dass ich denen die Schuld geben möchte, das habe ich weder gemeint noch gesagt. Ich habe ein Problem benannt und Lösungen angeregt in Form von mehr Förderschulplätzen. Und jetzt kommt's. Diese Förderschulplätze sind nämlich dann gerade die, die diesen Migrantenkindern auch zugutekommen. Das ist das Interessante, ne? Also drehen Sie es mal nicht um. So, und ich finde, es ist besser, Probleme anzusprechen, als sie, wie Sie es machen, zu ignorieren und denjenigen, der sie anspricht, dann auch noch zu kritisieren. Danke. Als nächster Redner Herr Dietze. Ich mache es mal ganz kurz. Ich höre mich gar nicht, jetzt doch. Ja, ich wurde ja auf meine Lesekompetenz angesprochen und dass da MAEs stehen würden. Da steht Interimsbau, Frau Wendt. Also insofern bitte die Lesekompetenz von anderen nicht anfordern, wenn man es selber noch nicht erfüllt. Außerdem beantrage ich punktweise Abstimmung. Nur mein ängstliches Rückfragen punktweise bezieht sich auf was? Okay, auf die Änderungsanträge. Also die Botschaft war auf die Änderungsanträge punktweise abstimmen. Und? Also schier alles. So, weitere Wortmeldungen sehe ich erstmal nicht. Dann kommen wir zum Schlusswort. Herr Donhauser, auch mit dem, was ein paar Punkte noch eingehend, was an Fragen gekommen sind. Und dann steigen wir ein in die Abstimmung. Ja, weil wir ja in der Öffentlichkeit sind, will ich schon noch mal sagen, im Bildungsausschuss gehen wir schon ein bisschen pfleglicher miteinander um.
Ja, genau. Herr Lichti sagte mir, wir sind viel zu lieb zueinander. Aber das mal zur Klarstellung. Ich denke, bei aller berechtigten Kritik beziehungsweise bei den Perspektiven, die man natürlich unterschiedlich hat, einerseits Sicht der Verwaltung, andererseits natürlich Sicht der Stadtratsfraktionen, haben wir was geschafft, wo wir, denke ich, dann auch zum guten Ende kommen werden, was die Beschlussfassung angeht. Und ich hatte es ja nochmal gesagt, also auch auf nochmal die Einlassung, was die Bevölkerungsprognose beziehungsweise die Prognosen angeht, hatte ich gesagt, also wir haben ja jetzt eine weitere Prognose vorgelegt bekommen, die von 2023. Natürlich werden wir die auch im Amt für Schulen gründlich auswerten beziehungsweise dort nochmal abgleichen. Und auch wenn der Schulnetzplan für 5 Jahre angelegt ist, ich hatte es ja vorhin in der Einbringung gesagt, werden wir ohnehin nach 2 Jahren, aber durchaus auch schon eher uns das anschauen, ob dann die Annahmen bzw. die Prognosen an einzelnen Schulstandorten so eintreffen oder wo wir dann auch gegebenenfalls nachsteuern müssen. Also das ist jetzt schon mal zugesagt und das ist, gilt auch für den Bereich Altstadt, Grundschulbezirk Altstadt 1. Dort war ja auch noch mal nachgefragt worden, hatten wir zugesagt als Verwaltung, dass wir uns dort die Schulbezirksgrenzen zu Blasewitz 1 noch mal genau anschauen werden, ob es dort sinnvolle Verschiebungen geben kann. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir wollen natürlich nichts verschlimmbessern, aber sinnvolle Verschiebungen, dass wir also den Zustand, den wir haben, dass es also in Altstadt 1 sehr eng zugeht, dass man das entsprechend dann in den nächsten Jahren dann auch entlasten können. Und das werden wir auch als Verwaltung nicht alleine machen, sondern da gehören eh dann auch Stadtratsbeschlüsse dazu, wenn man Schulbezirksgrenzen verändert, wo wir das also nochmal fachlich auch im Bildungsausschuss natürlich besprechen werden. Wo ich nicht ganz damit einverstanden bin, liebe Agnes Czarnecki, wir hatten den Schulnetzplan im Dezember schon auf der Stadtratssitzung. Also wir haben geliefert. Dazu will ich jetzt auch nicht weiter was sagen. Also wir haben geliefert, dass wir also da auch rechtzeitig fertig sind. Und vielleicht nochmal auf die Diskussion von Silvana Wendt, was also Schüler angeht, die von der Oberschule oder von einem Gymnasium in eine Oberschule wechseln wollen. Es ist jetzt nicht richtig, dass sie keine Plätze finden in Dresden. Das stimmt nicht. Was richtig ist, dass nicht erstens die Wunschschule dann gefunden wird, was die Oberschule angeht, wenn ich von einem Gymnasium wechseln will. Und zweitens ist es durchaus so, wenn die Klassen sehr voll sind, dass innerhalb der Landeshauptstadt, dort müssen wir einen Schulplatz finden, geht es nie darum, irgendwie einen Schulplatz im Umland zu finden, dass es da teilweise zu längeren Suchen kommt. Und auch das ist ein Grund dafür, wenn wir jetzt mal auf Sicht beziehungsweise über die 5 Jahre hinausgehen, dass wir sagen, also es kommen auf gar keinen Fall Schulschließungen in Frage, sondern eher dann eben Räumlichkeiten, die frei wären, so zu nutzen, dass wir dort also die Möglichkeiten einerseits Schule, aber dann auch das gerade angesprochene Problem besser lösen können. Ein Wort noch zur Alexander-Herzen-Straße. Was die Situation dann angeht, dort haben wir als Schulverwaltung klar gesagt, und der Auftrag für die Planung MAE am Gymnasium Klotzsche ist erteilt, dass wir in Gesprächen mit dem Gymnasium Klotzsche uns darauf verständigt haben, dass wir nahe am Gymnasium auf der Karl-Marx-Straße bleiben wollen. Dort war auch dann vereinbart worden, dass dem Gymnasium es lieber ist, erstmal auf die Errichtung der dann noch ausstehenden Sportfreianlagen zu verzichten, sondern dort nochmal zu schauen, wie man also mit den MAEs entsprechend reagieren und überbrücken kann. Gleichwohl hat der Oberbürgermeister und ich das Ziel, und da sind, ich hatte es ja vorhin gesagt, schon wirklich ernsthafte Gespräche. Dort können wir möglicherweise relativ schnell vorankommen, was Ottendorfer Grüller angeht, was die Errichtung einer Schule angeht, wo wir sagen, es macht jetzt keinen Sinn, ein Gymnasium dort zu etablieren. Dafür reichen die Schülerzahlen nicht aus, aber im Sinne einer Gemeinschaftsschule durchaus denkbar, dass man dort schneller vorankommt, weil das sehe ich auch, dass natürlich Klotzsche näher an Ottendorf liegt, um dort entsprechende Möglichkeiten zu schaffen und vor allen Dingen auch dann das im Kontext zu sehen, was die Erweiterung Nordraum-Halbleiterindustrie angeht. Herzenstraße nochmal ganz konkret, haben wir also als Schulverwaltung gesagt, brauchen wir jetzt nicht. Was die Verrechnung angeht, wenn wir das Schulgrundstück oder andersrum gesagt, es gehört ja zurzeit in das Anlagevermögen vom Eigenbetrieb Kita,
wenn wir das an das AAI abgeben, so steht es auch in der Vorlage, wollen wir natürlich eine Verrechnung haben, was den Betrag angeht. Wenn, ich sage es bloß mal prophylaktisch, wenn die Vorlage nicht entsprechend bestätigt würde, bleibt das Schulgrund oder die Schule und das Grundstück beim Eigenbetrieb Kita. Und da hat, ich sage mal jetzt fiskalisch gesehen, niemand was davon. Ja? Das Eigenbetrieb Kita hätte was davon, wenn wir jetzt das so vereinbaren, wie es in der Vorlage steht, dass sie dann mit diesen über 1 Million Euro natürlich was in ihrem Investplan bzw. in ihrem Wirtschaftsplan dann entsprechend auch weitere Investitionen tätigen können. Vielen Dank nochmal für die Erläuterung. Und jetzt steigen wir ein in die Abstimmung. Und da stimmen wir viel ab. Zunächst starte ich mal in der Reihenfolge, wie ich die einzelnen Anträge aufgerufen hatte, mit dem interfraktionellen Antrag. Und zwar ja alles, ich sage mal punktweise einzeln beantragt. Und dann machen wir das so. Da ist zunächst eine Anfügung eines Punktes 7. Hier geht es um Gemeinschaftsschule und insbesondere um den Prüfung in Kossebaute. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. »33 Ja, 32 Nein, eine Enthaltung«, hat damit eine knappe Mehrheit gefunden. Wir kommen zum Punkt 8, Projekt Familienschulzentren. Wer hier folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. »33 Ja, 22 Nein, 11 Enthaltung«, hat damit auch eine Mehrheit gefunden. Wir kommen zum Änderungsantrag der CDU im Punkt 2. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. »13 Ja, 53 Nein, keine Enthaltung«, wird damit abgelehnt. Und jetzt kommen wir punktweise auch zu den Änderungsanträgen der Freien Wähler, Freie Bürger. Zunächst im Punkt 2. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. »14 Ja, 38 Nein, 14 Enthaltung«, hat keine Mehrheit gefunden. Und jetzt zu dem Punkt ergänzt 7. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. »4 Ja, 42 Nein, 20 Enthaltung«, hat damit auch keine Mehrheit gefunden. So, dann wagen wir die Schlussabstimmung. Und das ist alles tippeltappeltour einzeln geplant. Also, wer dem im federführenden Ausschussbericht dem Punkt 1 die Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. »50 Ja, keine Nein, 14 Enthaltung«, beschlossen. Wir kommen zum Punkt 2. Wer dem Punkt 2 folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. »34, 17, 15, damit beschlossen. Wir kommen zum Punkt 3. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. »34,
34 Ja, 29 Nein, 3 Enthaltungen, so beschlossen. Wir kommen zum Punkt 4. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 29 Nein, 2 Enthaltungen, auch so beschlossen. Bringt uns zum Punkt 5. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 5 Nein, 1 Enthaltung, so beschlossen. Wir kommen zum Punkt Nummer 6. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 28 Nein, 1 Enthaltung, so beschlossen. Dann haben wir 2 Punkte positiv sortiert. Das sind die beiden aus dem interfraktionellen Antrag, also jetzt schon als Punkt 7. Jetzt hier Kossebaude betreffen, wer dem folgen möchte, den bitte ich um Stimmzeichen. Beschlossen. Und wir kommen zum Familienschulzentrum. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Elf, 14, damit ebenso beschlossen. Und wir wären durch den Antrag durch. Wie gesagt, federführender Ausschussbericht. Angenommen, plus die beiden Punkte interfraktionell, die ergänzt sind. Damit ist der Tagesordnungspunkt 10 absolviert. Es gibt noch wahrscheinlich eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Herr Blödner. Es gibt vor allem eine Nachfrage. Ich bin jetzt kein Bildungspolitiker, aber wenn ich jetzt die Abstimmung richtig verfolgt habe, haben wir jetzt alle möglichen Punkte beschlossen. Das Entscheidende des Antrags müssen noch aber die ersten 4 Zeilen sein vor den Punkten, wo wir die Schulnetzplanung selber beschließen. Und wenn ich jetzt richtig gefolgt bin, haben wir das bisher nicht beschlossen. Es war so wenig Fett hier in meinem. Machen wir das sicherheitshalber, damit es hier keine dann bösen Punkte gibt. Wer diesen ersten 4 Zeilen jetzt auch zustimmen möchte, dann bitte ich um das Stimmzeichen. Vielen Dank, Herr Blödner, dass wir dann hier das alles formal exakt gemacht haben. Und da wir das schön getan haben, schließe ich den Punkt 10 jetzt tatsächlich ab.